Ja, während ihr gerade so ein bisschen immer noch vor dem Travia-Tempel steht, könnt ihr sehen, wie Okurian gemeinsam mit seiner Schwester und auch einigen Wachen vom Palastviertel aus in Richtung des Friedentempels gehen und mit sich führen dann einen großen, prächtigen Stier. Oh, ja, vielleicht fast so etwas wie ein Ortfriedstier. Geflügelt ist er nicht ganz, aber er ist groß, ein bisschen rötlich. Also ein wahres Prachttier von dem ehemaligen Dapazien. Vielleicht das letzte, aber das ist auch das letzte Jahr, in dem Dapazien als Dapazien bekannt sein wird. Und könnt dann so mitverfolgen, während dann auch die Travia-Geweihten herauskommen, also der hohe Vater, die hohe Mutter, die sämtlichen Akoluten, die dabei sind, all diejenigen werden sich dann auf dem Tempelplatz versammeln und dann traditionell diesen Ochsen schlachten und braten. Das Fleisch wird, wie bereits gesagt, an die Armen der Stadt gegeben, damit sie dann vor den namenlosen Tagen gestärkt werden. Und auch der zum Himmel ziehende Rauch die Sünden von Romulus davontragen soll. Gut, einige letzte Dinge, die ihr jetzt noch tun wollt. Wir haben es jetzt ganz grob 15 Uhr, noch einige Stunden, dann dräut der erste Namenlose, Ishayadin. Ja, paar kurze Fragen. Die Stadt ist soweit gesäubert, ja? Mehr oder minder. Mehr oder minder, eher mehr. Also vor allem Rafim hat dann auch in den letzten paar Tagen, vielleicht auch gemeinsam mit dir, dann noch einige Nester ausgehoben, in denen sie sich dann zurückgezogen hatten. Ganz begehbar ist die Stadt noch nicht, aber auf alle Fälle haben die vielen Straßenkämpfe dann auch nach und nach aufgehört. Also ihr seid euch doch relativ sicher, dass das erst einmal halten sollte. Dann, und es ist Sommer, das heißt, Sonnenuntergang ist noch ein Weilchen hin, wenn wir jetzt 15 Uhr haben. Das war nicht wirklich eine Frage. Ich möchte mich tatsächlich dann mit dem letzten Tageslicht, das ich noch habe, auf den Greifenberg begeben. Und mich in den Ruinen des Pfarrerstempels umtun. Aufräumen, beten. Vom Aufräumen ist nicht die Zeit da, auf jeden Fall beten und dann schon um Vergebung, dass wir dies nicht aufhalten konnten. Zum anderen aber auch schauen, ob irgendwelche liturgischen Gegenstände zu bergen sind. Ja, sicherlich einige goldene Statuen, Greifenköpfe, irgendwelche, ja, einfach Ornamente, also goldene Teller oder sowas, die dann zerbrochen sind. Verschiedenste Dinge, die man eben in so einem Praios-Tempel findet. Werde Zerrissene ich Vorhänge. in relativ kurzer Zeit, also das ist das Wichtigste irgendwie greifen, wenn ich eine Preisstatue oder eine Kuri-Statue sehe, auf jeden Fall. Ansonsten halt was heil aussieht, auch Gesangbücher oder ähnliches. Alles, was ich in eine Tasche kriege, packen und damit dann zurück zum Travertempel kehren. Und anfangen da irgendwie in der Ecke, wenn man mir eine gibt oder hinten in der Zelle, jetzt den ganzen Schied aufzubauen. So Preisscheinmäßig. Gut, das heißt so, dass du, ja, so eine eigene Zelle wirst du nicht bekommen. Über die namenlosen Tage wird der so oder so brechend voll werden. Alle, die irgendwie noch, die natürlich dann ihre Häuser verloren haben, werden dann hier ihre Heimat finden. Und das sind zurzeit eine ganze Menge Familien. Und keiner wird aktuell abgelehnt werden, solange der Platz noch reicht. Also Platz für eine eigene Kammer, einen eigenen Schrein wirst du zumindest nicht haben. Aber ja, also doch, du kannst dir da irgendwo eine Ecke suchen, die dann eben auch von allen anderen begehbar wäre. Ja, ich nehme auch ein leeres Regal oder stelle es neben der Travia hin. Das ist mir relativ gleich. Hauptsache, es steht irgendwo. Gut, dann Rafim, letzten paar Stunden. Ja, ich würde mich erstmal umschauen und gucken, was Keras macht. Corino, ob die noch Heiligen irgendwelche Paar. Pläne, wichtige Dinge, die noch zu erledigen sind. Aber ja, wir müssen zum Heiligen Paar. Natürlich, ich wollte euch vorstellen, ich hab's fast Es vergessen. ist der letzte Reiher. Ich denke, es wäre angebracht, noch eine kleine Feierlichkeit anzurichten. Die Feierlichkeit von Raya, da müsstet ihr mich schon ausladen, damit ich nicht komme. Aber ja, komm, wir gehen. Genau, stellt mich vor und ich unterbreite Ihnen dann den Vorschlag. Ich nehme an, dass das heilige Paar so eine Art Warteschlange hat oder sowas und ich würde mich Ja, dann. also du kannst sehen, Okurian hat mittlerweile geschlachtet, die hohe Mutter hat so ein bisschen dann gekocht und gebraten und aktuell ist der hohe Vater gerade dabei, dann nach und nach den Stier so ein bisschen dann zu zerlegen und dann kannst du auch die beiden herantreten und dir dann vor allem auch die hohe Mutter jetzt schnappen, die dir dann zunickt und dann auch aus der Schlange heraustritt, denn sie weiß um eure Heldentaten.
Oh Mutter, ihr müsst euch um einen Gefallen bitten. Ich darf euch vorstellen, Ihre Gnaden, Kieras Karinor. Seinerseits ein Diener der wunderschönen Herrin Rajas. Und er hätte eine Bitte an euch, wenn ihr den Moment hättet. Ja, Travia zum Gruße auch euch. Wie können wir euch helfen, Eurer Gnaden? Rajas zum Gruße, hohe Mutter, und ich verbeug mich einmal vor ihr. Nun, dies ist der letzte Raja vor den namenlosen Tagen. Wäre es nicht angebracht, noch ein Gebet zu sprechen, eine Feierlichkeit zu veranstalten, um alle auf bessere Gedanken zu bringen und auf den nächsten Götterlauf vorzubereiten? Sehr gerne. An was habt ihr gedacht? Wir wollen sicherlich den Kummer vertreiben und uns ist es gegeben durch Speis und Trank und die Heimlichkeit eines solchen Tempels. Aber wenn ihr mit euren Gaben etwas dazu beitragen mögt, dann seid uns willkommen. Allerdings möchten wir darauf verweisen, dass, und das soll keine Beleidigung sein, uns Sex... Ihr müsst gar nicht weitersprechen. Gut. Natürlich nicht. Raja ist doch nicht einfach die Sexgöttin. Sie ist die Göttin, ich weiß, dass sie so viel mehr ist. Und deswegen möchte ich vorschlagen, dass wir ein Fest für die Schönheit veranstalten. Für all das, wofür es sich zum Leben lohnt. Nun, dann nutzt doch diesen Ort. Stellt euch gerne dort auf den ein oder anderen Kisten, die wir zusammentrommeln. Vielleicht können wir noch etwas so wie eine kleine profane Bühne oder so aufbauen und die anderen Menschen, die sich hier versammelt haben in der Stadt, sollen sicherlich euer Ohr bekommen, wenn sie dann gegessen haben und getrunken. Dann werden sie auch euer Wort hören, gerade an dem letzten Tag in dem Monat Raya. Nun, da Speis ja schon da ist und auch Trank, ich denke, Travierwein sollte auch Raya zufrieden stimmen. Alles, was fehlt, nun, Musikinstrumente, Brettspiele, Würfel, Tanzschuhe und die feinsten Kleider, die wir finden können. Also gut, dann, ich weiß nicht, ob man in den Ruinen der Stadt etwas findet, aber Musikinstrumente lassen sich sicherlich auftreiben. Vielleicht können wir auch noch einmal die Fürstin darum bitten, die Kleider aus dem Palast wegzuholen. Ich glaube, dieser Tag ist nicht mehr an zu viel Seide zu denken, da wir doch im Krieg sind. Nun, wenn wir Ruinen haben, dann machen wir das Beste aus dem, was wir haben, nicht wahr? Raya ist nicht sehr wählerisch da. Was zählt, ist der Geist. Also gut, dann gehört diese Szene euch. Ja, und so trete ich dann vor, kletter auf, wenn da ist, irgendeine Kiste, damit ich erhöht bin. Und heb meine Stimme. Hört, hört, Leute, kommt zusammen. Sammelt euch um mich. Dann warte ich kurz, bis alle Augen auf mir sind und lächle dann in so verführerisch, wie es nur irgendwie möglich ist. Leute, Leute, kommt zusammen. Dies hier ist jetzt ein Tag der Freude. Ihr habt Speis, ihr habt Trank. Alles, was noch fehlt, ist die gute Freude, nicht wahr? Gute Leute, bringt Musikinstrumente, bringt eure Spiele, bringt eure Tanzschuhe und die feinsten Kleider. Bringt mir Farben, bringt mir Stifte, bringt Papier. Bringt mir Töpferscheiben, Schnitzmesser, Nadel und Faden, Hammer und Meißel, Kunstwerke jeder Form. Heute soll ein Tag der Schönheit sein. Ein Fest der Freude, der Kunst und der Schönheit. Holt alles herbei, was ihr finden könnt. Auch die Kinder dürfen heute ein wenig länger aufbleiben. Wer kein Handwerk beherrscht, der setzt sich dazu und lernt. Wer ein Meister seines Faches ist, der sucht sich heute einen neuen Schüler. Wer ein Musikinstrument beherrscht, der soll keine Stille walten lassen. Wer keines beherrscht, der nutzt seine Stimme und tanzt, bis ihm der Atem fehlt. Lasst uns feiern, dass selbst die Horasier neidisch werden. Hört, hört! Ich hab noch eine Fiedel! Ja, dann spiel, mein Junge! Lass mal was hören!
Nach und nach, nach so ungefähr 10, 20 Minuten könnt ihr dann sehen, wie die ersten paar Musikanten verschiedenste Instrumente herausgeholt haben, leichte Trommeln, die dann hervorgeholt worden sind, irgendwelche Saiteninstrumente, kleiner, größer, irgendwelche Flöten, die dann hervorgeholt worden sind. Und so wird sich dann nach und nach eine Melodie über diesen Platz schieben, über den Platz legen, zusammen mit dem Murmeln, mit dem lauten Schmatzen von zufriedenen Menschen, die dann dem, ja, der Musik lauschen, auch das ein oder andere Lied, was dann angestimmt wird, irgendwelche Söldnerweisen oder Kinderlieder, die dann geklatscht und gesungen werden, auf das dann hier, zumindest an diesem letzten Tage, die Stimmung dann noch gut ist. Würfel mal, ja, hast du irgendwelche Proben im Angebot? Habt ihr irgendwelche Proben im Angebot, die ihr so beisteuern wolltet? Von Feuersteinbearbeitung beisteuern. Ist ja auch ein Handwerkstalent. Tanzen. Dann leite doch mal die Menschen zum Tanz an, Abelmir. Gut. Ja, ich steuere in die Mitte dieses Saales und Der Saal nicht, es ist wie gesagt vorne auf dem Tempelplatz, ne? Also ja, da wo. auch da, gut. Dann suche ich mal halt eine schöne Maid aus, eine schöne Bauernmaid, eine Magd, Gibt's wie auch nicht. immer. Eine Magd. Und tanze ihr die ersten Schritte vor und nehme sie dann am linken Arm und führe sie zum Takt der Musik. Die Kuslikaner. Gar Oh, gar nicht nicht mal. schlecht. Gar nicht schlecht. Könnte natürlich dann auch eine Erschwernis abgebaut werden, wenn Kiaras damit singen oder auch musizieren nochmal helfen kann. Dann könnte die Probe von Abelmir natürlich verbessert werden. Ich würde mich tatsächlich eher einzelne Leute kümmern, die abgekämpfter aussehen als andere und ihnen Massagen anbieten. Massagen. Genau. Okay. Das ist natürlich, kannst natürlich auch deine Probe auf Betören würfeln, wenn du magst. Hinter ihm her läuft immer so ein Traveler gewartet, der aufpasst. Dass Aua! er Aua, Kiaras! nur die Aua! richtigen Stellen anfasst. Und dir ist tatsächlich, also, ja, du siehst viele Menschen, die sehr kaputt sind, die erschöpft sind und nur wenige Minuten, die du dann aufwendest, um ihre Schultern dann zu, wohltuend zu massieren, einige Duftöle, die du vielleicht noch dabei hast oder die du dir bringen lässt. Also da kannst du eine ganze Menge dann noch so wachklopfen und wach massieren. Siehst dann wohl, wie sie auch wieder ein bisschen munterer werden und die Lebenskräfte wieder in sich hineinströmen. Kannst du noch ein paar beruhigende Wörter ins Ohr flüstern, sodass du da noch eine ganze Menge helfen kannst. Ja, ich würde mir Sehr Kinder schön. schnappen, mir die auf die Schultern setzen. Keine Ahnung, ob es da so Malfarben gibt, aber dann würde ich die Kinder anmalen, die mich anmalen lassen und mit denen da so ein bisschen rumtollern, um die Leute rumrennen, während die dann tanzen. Also ich möchte mich mit den Kindern da beschäftigen, die ein bisschen ablenken, bisschen Frieden. Ne, jonglieren nicht, aber immer so zwei auf meine Schulter nehmen, da über die Tanzfläche an Alba mir vorbeihuschen. Ja, möchtest du eine Mein- und Seitenprobe oder eine Heilkunde Seele oder was möchtest du mir anbieten? Am liebsten überreden, aber den Rest habe ich nicht. Ja, dann würfeln wir mal über Redenprobe. Ja, ist kein Einschüchtern leider, ne? Nee. Aua. Ich Ja. glaube nicht. Also, du kannst auf alle Fälle die Kinder dann auf deinen Schultern tanzen lassen und läufst dann mit den Kindern noch herum. Ja, sie freuen sich halt, dass sie dann aber mir beim Tanzen zusehen können und kannst dann immer mal abwechselnd durch die Reihen gehen, aber. Ach, die Erwachsenen wissen nicht genau, was das jetzt soll, was das jetzt bringt. Du redest auch noch so ein bisschen mit ihnen, oh, schon alles gut. Ich habe die namenlosen Tage auch schon ein paar Jahre überlebt. Ja, also, Man ist sich nicht ganz sicher, was man davon halten soll. Boltax, Feuersteinbearbeitung, was willst du tun? Würde gerne ein hübsches Kunstwerk erschaffen, denn Kiaras hat ja gesagt, wir wollen das machen, also mache ich das. Was für ein Kunstwerk. Was Reiher gefällige. Also ich würde Weinrebe oder also sowas Schönes, Verziertes. Eine Weinrebe aus Feuerstein. Ja. Ist natürlich schon schwierig. Aber. Aber dann würfeln wir mal ein paar Punkte zusammen. Ja, schauen wir mal.
Das sieht ganz gut aus. Ah, okay. Also man erkennt, dass es wohl Blätter sind. Man erkennt, dass es runde Propfen sind, die du da wohl dranhängst. Und ja, du müsstest es jetzt natürlich noch anmalen, ne? Wenn du es jetzt anmalst in Grün und Rot, dann würde man es erkennen. Aber so, ja, blattförmig, also schon schwierig, ne? Ja, das würde ich die Kinder dann anmalen lassen. Ja, okay. Diese Runde. Ich möchte gerne die Leute mit meinen alchemistischen Kenntnissen erfreuen, und zwar Stoffe zusammenkippen, die harmlos sind, aber zum Beispiel farbigen Rauch erzeugen oder einfach nur gut riechen. Alchemie aus dem Handgelenk ist das, ne? Dann, ja, ja, gib mir mal eine Alchemieprobe. Schauen wir mal. Muss natürlich mit den Sachen arbeiten, die da sind. Irgendwelche Laugen oder sowas, die du dann vielleicht von der Seifenherstellung oder sowas dir bringen lässt. Genau, dann schauen wir mal. Ja, also richtig spektakuläre Effekte werden es wohl nicht, aber der eine oder andere findet das vielleicht ganz lustig und ganz gut. Ja, vor allem die kleineren Kinder. Du siehst dann wohl auch, wie Rafim so das ein oder andere Kind auf den Schultern hat. Da ist dann so eine kleine Schlange, die dann sich so gebildet hat, und die Kinder sitzen vor dir und stehen. Und ja gut, dann die anderen Kinder auf Rafims Schultern links und rechts können dann auch gucken, und Rafim flüstert ihm wieder irgendwas ins Ohr. Sie gucken ihn so ein bisschen an und wissen, du siehst die Fragezeichen in ihren Gesichtern. Was tut Yalan? Hatte Kiaras eine Überzeugungsprobe gewürfelt? Nein, der hat nur massiert. Darf ich eine sehen? Für die Predigt? Die Predigt kommt jetzt noch. Auch noch nicht, die Predigt. Okay, ich möchte ein paar Seemannslieder vorsingen. Ich bin Asche auf mein Haupt nicht sehr gut, aber ich möchte. Ja, vor allem die Effertkirche weiß ja immer wieder zu überzeugen mit Es regnet. es regnet. Okay, ich erspare euch allerdings den Gesang an sich. Und verzeih es mir. Oh, das ist gelungen. Das ist eine gute Probe. Ja, kannst dich dann auf die Holzkiste stellen, die Kiaras noch eben hatte. Hockst dich dann dahin, auch immer wieder mit dem Bein so zum Takt, und irgendwann schließen sich dann auch andere Leute, vor allem dann mit Trommeln an, die dich dann so ein bisschen unterstützen. Und ja gut, Seemannslieder wird man hier in Rommel nicht so viele kennen, aber das ja doch, die ein oder andere Weise, und du hörst dann wohl auch, wie andere Leute dann irgendwelche Sagen dann mitsingen oder dich so ein bisschen anleiten und dich zum Nachsingen überzeugen, von dem Dapertstier beispielsweise oder dem Riesen im Ochswasser. Das ist ja das Gute an Seemannslieder, nach dem zweiten Vers weißt du, wie sie gehen. Gut. Ja, so vergeht die Zeit, und Kiaras kann dann, nachdem alle beisammen sind, alle irgendwie aufgemuntert sind, Yalan hatte ja schon gesagt, es ist Sommer und eigentlich einer der längsten Tage. Ihr seht wohl, dass die Zeit vergeht, aber die Sonne geht nicht unter. Sie steht immer noch am Himmel und sie bleibt am Himmel. Aber es wird trotzdem dunkler und bewölkter. Das Licht schwindet nicht wirklich. Ihr könnt dann wohl sehen, wie die ersten besorgten Blicke nach oben gehen. Wie lange habt ihr jetzt hier schon gesessen? Zeit einschätzen? Schwierig. Abelmir hat natürlich immer noch so sein Chronometer, diese Uhr, die er von Leonardo bekommen hat. Und auch das ein oder andere an technischem Gerät, was ihr dann hier erkennen könntet, so wie beispielsweise eine Klepsydra, eine Wasseruhr, die ihr dann hier auch vorfinden könntet. Also sind die Uhren stehen geblieben. Bevor sich die Menschen dann auflösen, kann Kiaras noch ein weiteres Mal auf die Holzkiste stellen und dann Yalan runterschicken. Und dann zu seiner letzten Predigt am letzten Tag des Jahres ansetzen. Ja, sobald ich dann die ersten besorgten Blicke sehe, nehme ich das natürlich auch als mein Zeichen, dass die Zeit gekommen ist. Stell mich dann wieder auf die Kiste und heb die Arme, um so ein wenig, damit so ein wenig Ruhe einkommt. Und heb dann wieder meine Stimme. Heute ist einer der Tage,
an denen wir ungehemmt zusammenkommen können und feiern können. An Tagen wie diesen, in denen wir im Blick Gerayas und der Zwölfe stehen, werden wir erinnert. Wir werden daran erinnert, wofür es sich zu leben lohnt, wofür wir streiten und wofür wir kämpfen. Wir werden daran erinnert, zu hoffen, zu träumen, zu lachen, zu weinen, zu lieben und zu ehren, uns zu freuen, unseren Spaß zu haben, an eine Zukunft zu denken. Eine Zukunft, in der unsere Kinder und Kindeskinder unbeschwert und frei leben können. So zieht nun ein weiterer Götterlauf an uns vorbei. Ein Götterlauf, in dem wir alle schwer getestet wurden und jeder von uns eine Geschichte zu erzählen hat. Doch nun ist nicht die Zeit zu verzagen, denn Hoffnung ist am Horizont. Ein neuer Götterlauf kommt auf uns zu, in dem die Zwölfe uns beiseite stehen werden. Nun ist es die Aufgabe von Raya, als die Zwölfte in der Folge uns zu verabschieden und mit ihrem gnädigen Blick uns hinterherzuschauen und ihre schützende Hand über uns auszubreiten. Doch bevor uns Preis empfangen kann, meine Freunde, kommt die Zeit zu beten. Für 5 Tage werden wir zueinander finden, gemeinsam speisen, ruhen und beten. Beweisen wir, dass unser Glaube stark und unerschütterlich ist. Doch nun genug der Worte. Lassen wir den Tag ausklingen mit Musik. Die Leute schauen dich an. Würfel mir mal bitte eine Überzeugenprobe. Erschwert um 13. Um 13? Kann ich stattdessen Liturgiekenntnis würfeln? Du kannst sie mirakeln. Du kannst sie noch mirakeln. Ja, dann mirakel ich das doch. Und das war ein Punkt pro Fähigkeitspunkt, nicht wahr? Dann würfel einfach mal deine Mirakelprobe. Überzeugen ist natürlich für Geweihte dabei. Überzeugen ist Mirakel bloß für Geweihte. Na gut, ich würfel einfach mal die Liturgiekenntnisse, die ich Mirakel. Da der Mirakel wird über das Liturgiekenntnis geprobt. Genau. So, 11 Sternchen. Es sind entweder die Hälfte plus 5 oder alle plus 5. Moment, ich guck gerade nach. Aber du kriegst auf jeden Fall 5. Und dann kannst du schon mal deine Überzeugenprobe plus 13 eintragen. Und die anderen Punkte von der Liturgiekenntnis können wir dir gleich nochmal aufschlagen. Ah, es sind halbe plus 5. Also plus 11. 12 halbe sind 6, genau. Kriege ich Erleichterung dadurch, dass ich gut aussehe? Ja, würde ich dir sogar geben. Nicht auf die Liturgiekenntnis, aber auf die Überzeugungsprobe. Minus 13 plus 3 durchs Gutaussehen plus 11. Also denk dran, dass das echte Talentpunkte sind. Du kannst sie überbehalten. Ja. Ich will die 19 schippen. Das ist ja 17. Was hast du denn für einen normalen THW? 6. Ich hab nicht die Gelegenheit, das zu steigern. Ja, dann würfel die 19 neu, wenn du sie chippen willst. Oh. 10, das ist besser. Dann bleiben die wie viele Punkte? 12. 12 Stück? Ja, 12. Wettergefällige 12? Ja, perfekt, oder? Ja, die Menschen schauen dich an, nicken. Du siehst wohl, wie eben gerade so die Zuversicht gebrochen ist, aber jetzt siehst du, dass sie sich so ein bisschen trotzig, ja, sie werden trotzig. Und du kannst sehen, wie sie jetzt, die anderen holen wieder ihre Musikinstrumente raus, gucken nochmal nach oben in Richtung des Himmels. Preios Mal ist immer noch zu erkennen, aber jetzt haben sich viele graue Wolken davor geschoben. Ja, es muss schon irgendwie Abend, Nacht sein. Es muss eigentlich dunkel werden. Die Menschen holen Kerzen heraus. Kerzen, die sie im Vorfeld geschnitzt haben, die sie gegossen haben. Einige hatten sie euch auch schon überreicht mit einigen eigenen Schnitzbildern. Also von entweder den Göttern, den Märtyrern, welche auch immer es waren, von eigenen Familien oder so etwas. Oder eben auch von euch, die sie euch dann auch geschenkt haben. Und so werden jetzt direkt an diesem Travia-Tempel die Kerzen entzündet. Und wenn du dann von der Kiste heruntersteigst, kannst du es leicht wohl knacken hören. Nicht von der Kiste, sondern von den Steinen. Als ob irgendetwas unter euch bebt oder rumort. Ein Knirschen im Untergrund.
Ich würde gerne ein Lied anstimmen, was ich meiner Kindheit gehört habe, von den örtlichen Travier-Geweihten in den Dörfern. Travia frohlocke, denn deine Kinder hören dich. Eine sehr bekannte Weise, eine sehr bekannte Travia-Weise, die wahrscheinlich in allen 12 göttlichen Ländern verbreitet ist. Mhm. Vor allem dann in diesen Travia-gefälligen Landen. Gib mir trotzdem nochmal eine Singenprobe. Ich würde gerne die 19 schippen. Ja, gerne. All die Schicksalspunkte. Ihr macht das alle nur, um mich zu beleidigen, oder? All die Schicksalspunkte, die ihr ausgebt. Und so kannst du tatsächlich dann auch vor allem laut singen. Nicht unbedingt gut, aber vor allem laut, dass du gehört wirst. Und dann helfen dir allerdings auch die anderen. Du spürst immer noch diesen Trotz, den Kiaras jetzt hier gerade entfretzelt hat, auf dass sie ja weiter zusammenrücken. Das Knirschen lässt so ein bisschen die Erde jetzt erzittern, als ob sich von unten Krallen in den Stein graben würden oder irgendetwas unter euch vielleicht schmatzt. Zumindest fühlt es sich so an. Würfelt mir mal bitte alle eine Sinnenschärfeprobe plus 13. Die ersten. Du kannst nicht einfach auf jede Probe, wie es eine 13er Erschwernis verlangen. Die ersten Menschen gehen nicht in Angst, aber vor allem dann auch in Harmonie in Richtung des Travia-Tempels, wenn sie nicht selbst schon diesen Platz dann verlassen haben, um in ihre eigenen Häuser zu gehen. Aber solange dann der Travia-Tempel auch noch Platz hat, wird man dann erstmal hier in den Yel-Horas-Tempel gehen. Ja, Kiaras kann von der Kiste runtersteigen, ist noch von diesem Knirschen so ein bisschen irritiert. Und auch ihr anderen könnt dann langsam aufbrechen in Richtung des Tempels und dann ja so ein bisschen auch als Türsteher fungieren, dann die Leute reinwinken, dass sie dann alle Platz haben. Der ja, Platz füllt sich oder leert sich so ein bisschen. Ja, Mitternacht müsste es eigentlich noch nicht ganz sein. Der hohe Vater, die hohe Mutter sind natürlich drin. Ihr könnt Okurian sehen, Okurian, der dann auch nicht im Palastberg ist, sondern sich mit seiner Schwester dann eben auch hier einquartiert hat. Irgendwo ganz hinten an der Sakristei. Es wird natürlich ziemlich, ziemlich kuschelig werden, wenn ihr dann so mal einen Blick in den Tempel reinwirft. Der ist natürlich auch ziemlich groß, aber wenn die jetzt hier 5 Tage lang drin sitzen sollen, still, man sich darum gekümmert, dass die Waffen abgegeben werden? Ihr habt eure eigenen Waffen zumindest noch am Mann. Sollten die nicht abgegeben werden? An euch vorbei könnt ihr dann noch Menschen sehen, die etwas abgerissener aussehen, vielleicht Bettler oder ja, irgendwelche Obdachlosen, vielleicht Kriegsveteranen und Versehrte, die dann einströmen, vielleicht irgendwelche Verletzungen, die sie dann im Katzloch bekommen haben, Augenklappen könnt ihr dabei sehen oder Prothesen, humpelnde Personen, die dann auch noch nachkommen, so ein bisschen ihre Beine nachziehen. Und dann seht ihr, dass der Tempelplatz sich so ein bisschen geleert hat und ihr ja, mit einem letzten Blick in den Himmel die Tore verschließen könntet. Sind alle da? Fehlt noch jemand? Nein, so wie es aussieht, sind alle vollzählig. Machen wir zu. Ja, Rafim auf der einen Seite der doppelflügeligen Tür. Jala natürlich dann auf der anderen Seite, könnt ihr dann die schweren Tore zuschieben und dann könnt ihr erkennen, wie wohl sich noch eine einzelne Gestalt auf den Tempelplatz zubewegt. Jeder Schritt wiegt unendlich schwer, die Haare hängen wirr im Gesicht, die Kleidung ist tatsächlich ziemlich zerrissen. Kannst ein plötzliches Rauschen wahrnehmen oder einen flirrenden Schatten, als ob die Person von einer inneren Hektik erfasst wird. Was euch allerdings zutiefst verunsichert ist, dass sie komplett in Purpur gekleidet ist. Und dann schließen sich die Tore.